Gestern Abend war ich nach den Schauern und Gewittern noch auf einer Bergtour und als ich dann heimgekommen bin, erstmal flach gelegen und viel zu spät aufgestanden. Das heißt, erstens mal kommt die Sendung jetzt ein bisschen später on air und zweitens mal, es gibt so viele interessante Themen, dass diese Sendung länger wird. Und drittens mal habe ich für euch auch ein Video aufgenommen, das bringe ich aber erst später in einem anderen Video, weil diese Sendung einfach zu voll ist und ich möchte auch euch nicht mit einem Epos hier überfordern. Grüße Sie und grüße euch. Wir nehmen mal ein Bild von der See und zwar von der Ostsee, vom Christian, bevor die Front aufgezogen ist. Ist einfach mal ein wunderschöner Hintergrund und macht so ein bisschen Fernweh. Und als ich da gestern auf dem Gipfel stand und den Sonnenuntergang anschaute, hat es da bei der WhatsApp gemacht, oh, guck dir mal den 12er an, der ist richtig heiß. So heiß war der. Das ist der Hauptlauf des amerikanischen GFS-Modells von gestern Abend gewesen. Und wenn jetzt zum Beispiel eine App oder was auch immer da ist, die ja die ganzen Daten aus dem Hauptlauf rausziehen, dann hat man sich gedacht, Anfang Juni, so heiß, krass. 6 Stunden später das Gegenteil. Aber das schauen wir uns jetzt kurz an. Hier wäre die Wetterlage für den 4. Juni. Da ist so eine richtige Heißluftblase, die von Nordafrika nach Norden zieht. Und wir wären drunter mit Temperaturen in 1500 Meter Höhe von knapp 20 Grad. Knobel, Knobel, rechne. 15 Grad draufrechnen, da wären wir bei 35 Grad. Wäre eine klassische Hitzewelle, ungefähr so wie Anfang 2003. Und als ich dann ins Büro wieder ging, nachdem ich auch mal so ein bisschen dann geschlafen hatte, man muss mal die Hitze überschlafen, dann passierte das Gegenteil. Das ist für den 5. Juni mit einem Trogvorstoß und hochreichender Kaltluft, die enorm weit nach Süden käme. Und genau über Deutschland lägt diese Kaltluftblase mit Temperaturen von um die 0 und knapp über 0 Grad in 1500 Meter Höhe. Das hieße Schnee bis unter 1500 Meter Höhe. Mehr oder weniger für denselben Termin. Und um das mal plakativ zu zeigen, so sehen das dann in einer anderen grafischen Darstellung aus. 4. Juni, 12er Lauf, 5. Juni, 18er Lauf. Hier brutal heiß und da saukalt. Jetzt kann man sich denken, hallo? Ja, das sind eben die möglichen Auswirkungen, je nachdem, wo der Wind herweht. Und das Mittel der Wetterlage sieht das völlig entspannt. Das kräftige Azorenhoch, ein Keil des Azorenhochs, das durch hochreichende Kaltluft ein bisschen untergraben wird mit einer leicht wechselhaften Wetterlage, wie wir es auch die letzten Tage besprochen haben, und Temperaturen in 1500 Meter Höhe von um die 10 Grad, also der Jahreszeit entsprechend, aber großen Unterschieden. Und im Vergleich zum langjährigen Mittel wären wir so einigermaßen im Mittel leicht darüber, aber das ist ja in der heutigen Zeit schon relativ wenig. Wir gehen noch weiter und schauen uns das Beispiel für München an, der Temperaturen in 1500 Meter Höhe. In der Fachsprache sagt man die 850er. Die Fläche von 850 Hektopascal liegt auf rund 1500 Meter Höhe. Und das war der sehr warme Lauf von gestern Abend. Und das war der sehr kalte Lauf aus der Nacht. Also einmal ganz oben, einmal ganz unten. Die Schattierungen dahinter, der anderen Läufe, die bunten Farben, sehen gleich aus. Und wenn wir uns mal das Mittel der Berechnungen anschauen im Vergleich zum langjährigen Mittel, dann sind beide Läufe identisch. Das ist ja das Spannende daran. Wenn man jetzt zum Beispiel auf die Apps schaut, hat da die Hitze, ein paar Stunden später die Kälte und denkt sich, spinnen die Modelle? Nein, das tun sie nicht. Die sind gleich geblieben. Und deshalb muss man immer hinter die Kulissen schauen. Soweit der kleine Exkurs und wir gehen weiter auf den Regen ein. Das sind die Niederschläge der nächsten 10 Tage bis zum 1. Juni nach dem europäischen ECMWF-Modell. Ziemlich nass alles. Dann für das gleiche nochmal vom amerikanischen GFS-Modell auch relativ nass, außer irgendwo so im Dreieck Berlin, Leipzig, Dresden. Und wenn wir noch ein paar Tage draufrechnen bis zum 7. Juni, das war der sehr kalte Lauf, der sogenannte 18er Lauf, wird es in ganz Deutschland richtig pitsche, patsche nass machen. Der trockene und heiße Vorlauf ist allerdings auch sehr niederschlagsreich gewesen. Da besteht natürlich dann eine größere Unwettergefahr. Ordnen wir das mal kurz ein und gehen nach Lüdenscheid. Wir haben eben schon gesagt, das ist das langjährige Mittel, das Klimamittel in 1500 Meter Höhe, das Mittel aller Berechnungen, die Einzelberechnungen hier in Bund. Da ist beim amerikanischen GFS-Modell im Nordwesten eher so ein kalter Cluster dabei. Hier unten die Niederschlagssignale und der hellgrüne Lauf, der Hauptlauf,
zeigt, dass er schon sehr, sehr offensiv vorgeht und naja, sehr motiviert ist, um viel Regen zu bringen. Da können wir also davon ausgehen, dass da nicht so viel runterkommen wird. Das europäische ECMWF-Modell macht das hier anfangs ähnlich mit den Niederschlägen. Hier ist allerdings erkennbar, dass da sehr viele Läufe brutal nach oben gehen und dass da immer mal wieder jetzt in der nächsten Zeit was kommen wird, wo die Hitze kommen soll. Allerdings ist auch ein Cluster dabei, der unten bleibt. Die Niederschläge nehmen ein bisschen ab. Und wenn wir in den Südosten gehen, nach Straubing, in den Gäuboden, nach Niederbayern, erkennen wir auch beim amerikanischen Modell einen deutlichen Aufwärtstrend. Hinten raus wieder einen leichten Abwärtstrend, aber immer wieder sind Niederschläge dabei, der Hauptlauf ganz unten. Und beim europäischen ECMWF-Modell sieht man hier auch so ein Absacken, nochmal im Laufe der nächsten Woche mit viel Regen und dann ein Hochschnalzen der Temperaturen. Da ist es also deutlich wärmer als beispielsweise in Lüdenscheid. Und das spräche dann wieder für eine Luftmassengrenze zwischen einem warmen bis heißen Südosten und einem gemäßigteren Nordwesten. Wir kommen also wettertechnisch nicht zur Ruhe. Und was die Modellberechnungen angeht, auch nicht. Gestern war es ziemlich nass. Im Nordosten fiel der meiste Regen nördlich von Berlin oder vielmehr ab Berlin nordwärts. Und das waren die Niederschlagssummen zwischen 34 und über 50 Liter kamen darunter. Schleswig-Holstein, Berlin-Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern. Und das waren diese drei Bundesländer, die davon betroffen waren. Sonst hat es auch ein bisschen Regen gegeben. In Sachen Sonne war die äußerste Nordostspitze noch im Sonnenschein. Ansonsten war nicht viel los. Die Tiefstwerte zwischen 4 Grad auf der Alp und 17 Grad im Nordosten. Höchstwerte 12 Grad im oberen Erzgebirge. Und nochmal 30 Grad im äußersten Osten. Da kam so die Resthitze reingezogen, ehe dann die Schauer und Gewitter kamen. Hier sehen wir ein Höhentief, das liegt über Westeuropa, Ausbuchtungen ein bisschen zu uns. Hier ist das Höhenhoch und hier ist das Bodenhoch. Die Temperaturen eher ein bisschen gemäßigt, das heißt, das wechselhafte Wetter bleibt. Dann am Montag, vielmehr in der Nacht von Sonntag auf Montag, auch hier wieder das Hoch, ebenfalls das Azorenhoch. Und dann grätschen von Westen Tiefs rein. Nach einer kurzen Beruhigung und Erwärmung geht es dann wieder ein bisschen kühler weiter. Und dann könnte es interessant werden in einer Woche, denn dann bricht das so ein bisschen auseinander. Diese Hochdruckverbindung hier wird zugemacht. Also das heißt, das ist wie so ein Block und eine Rutsche gleichzeitig für Warmluft. Und auf der anderen Seite ist die kühlere Luft oder kältere Luft über Westeuropa. Und da kommen wir wieder in eine Grenzwetterlage rein, so wie es derzeit aussieht. Heute zieht der Regen aus der Nacht im Nordosten ab. Im Südwesten ziehen neue Schauer und Gewitter heran, die am Nachmittag und gegen Abend vor allen Dingen im Südwesten Bayerns und im Süden Württembergs ziemlich kräftig werden. Derweil ist es im Norden freundlicher. Hier noch Schauer, die dann später nachlassen und immer mehr Sonne bringen. Die starken Regenfälle und auch der starke Gewitterregen dann im Süden. Der Wind wird hier so richtig reingesaugt und drückt die Wolken aneinander, wird zum Aufsteigen gezwungen und es wird hier entsprechend auch nass werden. Im Nordosten Westwind, die Höchstwerte 13 Grad im Regen, 16 Grad an der See, sonst 18 bis 24 Grad. Am morgigen Freitag zieht dieses Regengebiet, das heute Abend im Süden ist, über die südliche Mitte weiter nach Norden und erreicht dann den Mittelgebirgsraum, wird sich dabei intensivieren mit Gewittern durchsetzter Regen. Danach wird es freundlicher, davor ist es noch einigermaßen freundlich. Der meiste Regen kommt in NRW, Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Hessen, Thüringen, im Norden Bayerns und Norden Baden-Württembergs runter, später auch im südlichen Niedersachsen. Der Wind drückt dieses Niederschlagsgebiet so ein bisschen heran an die Mittelgebirge. Nordostwind haben wir hier im Nordosten bis zu 26, sonst 15 bis 21, im Regen nur um die 13 Grad. Und im Osten Österreichs, Moment, ich gehe mal auf die andere Seite, sind es bis zu 24 Grad. Am Samstag noch Schauer und Gewitter, die sich dann wieder ausbreiten. Ein leicht wechselhafter Tag. Der Wind ist recht schwach unterwegs. Die Temperaturen zwischen 16 Grad mit Regen in den Alpentälern und 28 Grad im Osten. Am Sonntag sind noch Reste der Schauer da, die vor allen Dingen im Nordosten rumwerkeln. Dann gibt es einen Streifen, der ein bisschen freundlicher ist, ehe von Westen wieder ein paar Schauer reinziehen werden. Gar nicht mal so schlecht der Sonntag, aber eben nicht ganz lupenrein. Der Wind auch wieder relativ schwach. Höchstwerte 17 Grad mit auflandigem Wind an der See und bis zu 28 Grad im Osten. Diesmal ist allerdings am Sonntag vor allen Dingen der Süden dran mit mehr Sonnenschein. Schauen wir ganz kurz in die neue Woche. Am Montag in der Osthälfte noch Schauer und Gewitter und sonst im Westwind freundlicher 18 bis 28 Grad. Etwas kühler wird es am Dienstag. Trend wahrscheinlich, dass da an der Nordsee dichtere Wolken aufziehen. Am Mittwoch auch leicht wechselhaft, aber wärmer mit 20 bis 30 Grad. 20 Grad an der See, 30 Grad im Südosten. Und um die Tage danach kümmern wir uns später.
Wir sind bei den Ensembles der 2-Meter-Temperaturen für den Norden Deutschlands. Auffällig ist, hier ist fast alles über 20 Grad, aber hinten raus geht es dann doch ein bisschen runter und immer wieder kommt es zu Niederschlagssignalen. Im Westen alles über 20, teils um die 25 Grad, große Ausreißer nach oben Richtung 35 Grad, auch immer wieder mit Niederschlägen durchsetzt. In der Mitte auch alles über 20 Grad, Ausreißer über 30 Grad. Hinten raus allerdings auch Schafskälten-Ausreißer, die nach unten gehen. Nass sowieso. Hab den Osten nicht rein. Den reiche ich nach im Laufe des Tages. Jetzt sind wir im Süden Deutschlands. Die Temperaturen gehen nach oben, nach oben, nach oben. Über 25 Grad zum Teil. Dann wieder bei um die 20 Grad und sehr nass. In der Schweiz, im Mittelland, hier auch ein deutlicher Temperaturanstieg. Alles um die 25 Grad, Ausreißer Richtung 30 Grad. Aber auch die ganze Zeit über nass. So 2-3 Tage am Stück, wo es mal trocken bleibt, wird es wohl schwer geben. Und der Blick noch nach Eisenstadt. Auch hier Temperaturen von um die 25 Grad. Bisschen drüber, ein bisschen drunter. Ab und zu gibt es Regensignale. Jetzt habe ich geguckt, ob der Osten noch nach Eisenstadt kommt. Kommt er nicht. Ich hatte gestern erwähnt, dass das NOAA-Modell einen trockenen Mai angekündigt hatte. Und das will ich nicht einfach so in den Raum schmeißen. Das wird ja gerne mal was gesagt, dass irgendetwas behauptet wird, nur damit es behauptet wird, was nie gesagt wurde. Und das möchte ich dann schon nachweisen. Diese Sendung habe ich selber gemacht am 14. April. Kurz bevor die Kälte kam oder dann bei der Kälte. Das war die Berechnungen des NOAA-Modells aus dem CFS-Läufen heraus, dass der Mai ausgeglichen bzw. zu trocken ausfallen sollte. Da ist eine ganz andere Wetterlage angenommen worden, was allerdings zufällig passt. Die Wetterlage hat überhaupt nicht gestimmt, aber die Temperaturen passen. Das war die NOAA-Vorhersage für den Mai aus dem April und die wird so auch eintreffen. Das ist allerdings nochmal mehr Zufall. Es war eine ganz andere Wetterlage und da kann man nicht sagen, Niederschlagsvorhersage ist schwer zu berechnen. Wenn eine andere Wetterlage berechnet wird, wenn ein Hoch da sein sollte und wir haben die ganze Zeit Tiefdruck, dann war das einfach falsch. Nur die Temperaturen haben gepasst. Und noch etwas, wir sind dann auch darauf eingegangen, dass diese Sumpflage bis weit in den Mai hinein anhalten sollte, aufgrund der Einzelläufe, wo wir hinter die Kulissen geschaut haben. Deshalb macht es immer Sinn, sich die Einzelläufe anzuschauen und nicht das grobe, große Ganze, das gemittelt wird und sowieso immer hin und her spinnt. Und unser Wetter spinnt ja auch hin und her. Der Manuel hat ein Video reingeschickt mit dieser Wolke von der Ostsee. Der Christian hat ja das Bild geschickt mit dem schönen Wetter. Und als es dann später zugezogen hat, hat der Manuel ein kleines Video gemacht. Bis später.